du Spaß, Biddy? Ich habe auf jeden Fall Spaß. Es gibt weiterhin Jedi Fallen Order. Und in der letzten Episode hing ich an dieser Stelle hier. Und ich habe mich da noch ein bisschen umgeguckt. Und ich glaube jetzt zu wissen, wie ich das Ganze veranstalten kann. War ein bisschen schwierig zu erkennen, weil halt einfach recht viele interaktive Objekte hier mit am Start sind. Aber ich denke, so wird das funktionieren. Zuallererst einmal besiegen wir den Grabwächter. Oder eher uns, je nachdem. Und danach kümmern wir uns darum, hier weiterzukommen im Grab von Mithril. Da jetzt noch einiges an Action für uns parat hat. So, wir wollen auf jeden Fall die Ranken verbrennen. Nein. Darüber geht's nicht mehr. Und dann gibt uns hier der Troll auch nochmal gleich mal hier eine auf den Latz. Zur Begrüßung. Ja, falsches Loch. Springen wir nochmal hoch. Naja. Komm zurück, Jedi. Ist denn noch einer? Ich glaube, es ist ein Bug. Es sei denn, es ist dann noch ein weiterer Sturmtruppler, den ich nicht gesehen habe. So, nochmal. Also, wir aktivieren jetzt hier dieses Gravitationsfeld. Uns hier mal dann gleich so eine Kerze. Boah, der Beiner versucht das Ding zu parieren. Was leicht schmerzhaft ist. So, schießen das dahin. Genau, ich wollte nur zeigen, man kann auch verfehlen, aber wenn man gut zielt. Da geht es auch ein bisschen hoch. Vielleicht ein bisschen weiter runter. Aber so kommen wir dann auch eben rüber. Beziehungsweise bekommen die Flammen mehr rüber. Und können dann hoffentlich die Ranken auch verbrennen. So. Das heißt nur noch treffen. Also sag mir, dass ich die da oben holen kann. Wunderbar. Die Macht in uns ist stark. Wenn auch schon die Geschichtlichkeit bei uns nicht stark ist, aber die Macht. Ja, das ist mies, aber das ist der Weg. Vielleicht sollte ich gleich mal irgendwie 10 Stück oder so darüber schießen, wenn ich mehr Versuche habe. Das ist ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt. Oder Kirbis, Kerbe, je nachdem. Je nach Bundesland wird das mal anders ausgedrückt. Bei uns heißt es Messe. C machen wir nicht, 3 sollten reichen. Das ist alles runtergeplotzt, tatsächlich. So, jetzt gehen wir ganz nah ran. So, hier ist kein Regen, also hier sollte das auch funktionieren. Ein bisschen schwierig auszumachen, was die Mitte ist. Ah, jetzt haben wir es. Ja! Wir sind weiter und dann ist jetzt auch die Kugel. So, ist da immer noch ein Troll? Oder haben wir ihn erwischt? Bisschen Paranoia habe ich. Ja, ja, schön mit ihr Fee. Genau, dann müssen sie sich selbst überrollen lassen.
So öffnete er das Irgendwas. Ich muss ganz kurz nochmal bei den Fähigkeiten nachkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht noch irgendwelche neuen Fähigkeiten am Start hatte. Durch die Kommoverzögerung, mein Ziel war jetzt erstmal den Wirbelwindwurf zu bekommen. Genau, den Tritt benutze ich auch viel zu selten. Ja, aber ansonsten ist alles wie gehabt. Was hast du gefunden? Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium. Das habe ich auch gerade schon mal gehört. Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Okay. Zumindest sind wir schon aus dem Grab draußen. Genießen wir mal die Aussicht. Ah, ja, ich glaube, da unten sehe ich Kratos auf dem Boot rumschippern. Das ist ein Boot. Ah, nee, das ist nur optische Täuschung. Bin schon ganz verwirrt von dieser riesigen Grabesluft da drin. Ja, hier habe ich jetzt erstmal echt eine Weile gebraucht. Das eine Geheimnis konnte ich jetzt noch nicht lösen. Aber es ist jetzt auch nicht das Ziel. Ziel ist jetzt auf jeden Fall erstmal Story weiterzumachen. Und je nachdem, wenn wir natürlich dann nochmal auf Planeten zurückkommen, auf denen wir schon waren, da erkunde ich dann schon zwischendrin dann auch neue Bereiche, beziehungsweise Bereiche, die ich noch nicht kenne. Der Weg ist frei. Wovon redest du? Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Upgrade. Eine Suchtoiden-Steuereinheit. Also manche Upgrades, glaube ich, kann man ganz leicht übersehen. Das... Ja, ich fände es auch komisch. Ich kann nicht wissen, wie oft die Leute vielleicht daran vorbeigelaufen sind. Ja, was haben wir jetzt bekommen? Hacken Suchtruide. BD1 kann beschädigte imperiale Suchtruiden kontrollieren. Okay. Wir sollten die Mantis anfunken. Triller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Was stimmt nicht? Wir müssen zurück. Okay, also Suchtruiden anziehen. Und dann hacken. Niemand hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Ich glaube auf jeden Fall, das ist eine Falle. Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? So, ich auch voll aufmerksam. Das sieht ja aus wie so ein Aufzug. Ja. So, bringt es uns was, hier durchzugehen? Ja, nein, Abbruch. Also hier ist auf jeden Fall noch dicht. Aber wir schauen uns trotzdem mal kurz an. Ah ja, das ist der Bereich. Ich glaube, da haben wir sogar gestartet. Tschüss, BD1. Schön, wir von unserem Rücken geportet.
Sie haben keine Taschenlampe mehr? Lichtschwert. Die Aufzüge sind auch nicht gerade schnellste vom schnellsten. Hallo? Hat der BD1 gerade gesungen? Es klang zumindest so. Von hinten. Was da drüben? Das ist unser zieles Raumschiff. Wir gehen ganz kurz mal da runter und gucken uns mal um. Wird wehtun. Gib einfach auf, Verräter. Ach, nur Kratzer. Idee. Nee, da. Meine Abwehr ist stark. Nö, siehst. Der Feind ist flickt. Echo! In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. So, was haben wir denn hier? Führt uns halt völlig woanders hin, glaube ich. Aber egal, jetzt sind wir schon da. Jetzt geben wir uns das auch. Wer kann so einem Seil widerstehen? Das Aufzug. Nee, den will ich brauchen viel zu lange. Ich dachte eigentlich, da wäre jetzt noch ein Seil. Muss das Teil vielleicht umkehren? Das ist keine Möglichkeit. So, das ist ein Seil. So. Halt dich doch fest. Wir kommen schon. Das reicht nicht. Ich muss das irgendwie anders gestalten. Aber hält sich nicht fest. Also entweder ist es nicht so vorgesehen. Oder ich muss das irgendwie von der anderen Seite machen. So sicherer. Wenn es klappt. Wobei er dann in die falsche Richtung schaut. Naja, hakt sich nicht ein. Hakt sich nicht ein. Gut, dann nehmen wir noch einen Aufzug. Ach nö. So, umsonst hier. Aufzug in die Sackgasse.
wirst du es nicht zu Ende bringen. Jetzt, bitte! Du wirst mich nicht besiegen. Du kannst dich allen ausweichen. Das sieht auch gut aus, der Aufzug geht ziemlich weit hoch. Aufpassen! Trivialer Gegner. Ja, da könnte er recht haben, aber das lassen wir nicht so ganz auf uns sitzen. Ja, nicht genug gemacht. Ist auch böse, wenn man einmal getroffen ist, staggert er so arg, dass er nicht nochmal parieren kann. Hey, bitte! Das ist echt gut, dass BD1 da jedes Mal siegt. Der Stock. Kronkorken. Was ist das für ein langer Weg? Hier rüber, BD. Der Lift führt zur unteren Ebene. Das hilft uns beim Rückweg. Das wollte ich wissen, ich wollte gerade sagen, ja, und bringt das uns was? Was ist das für ein Geräusch? Das Geräusch eures Endes. Ich ziele. Hey. Naja, ich wehre es ab. Könnte man die auch hacken? Ja, ich wollte ihn eigentlich nicht kaputt machen. Er hat automatisch zugeschlagen, als ich ihn abgesetzt habe. Jetzt fühle ich mich mies. So lang. Was für ein Labyrinth? Bringt es was, da hochzugehen? Ne, andere Richtung.
Na, ich probier's mal über den Weg. Ja, aber das hier, das Anfangsgebiet, ist nur ein schöner Weg zurückfinden. Sollte ich hier was sehen? Es gefühlt ewig weit weg alles. Oh shit! Ja klar. Wäre schön, wenn du da runterkommen würdest. Wirst du damit nicht fertig? Mich kriegst du nicht! Nein. Ernsthaft? Wie mies ist das denn? Jetzt haben wir ihn gerade fast erledigt und dann stunt er uns mit dem Scheiß. Ich glaube, wir sind jetzt auch 100 Millionen Jahre entfernt. Lichtjahre. Warum echt selber war das so vorgesehen? Oh ja, dann bin ich zufrieden. Dann ist gut. Idee. Wo sind wir? ED1? Hey Kumpel, wo steckst du? Ich chatte es auch weg, natürlich. BD? Haben Sie einen schlechten Tag? Hier rausfinden, wo immer hier ist. Ja, jetzt sind wir wieder zurück im Grab, eingesperrt. Wenn man mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Ich brauch's zurück. Ja. Aber mal sinnlos kaputt machen geht nicht. Ist das ein Stromkabel? So, wo anbringen. Sieht es erstmal nichts, wo es anbringen könnte. Kannst du es auch nicht mehr ablegen. Das ist halt auch gut. So, wo? Was mache ich damit? Das ist halt auch viel zu dunkel. Ich sehe nichts. Okay, reißen wir mal einfach alle Platten aus. Was da hinten?
Sein Lichtschwert ist weg. Ja, es ist... Die Luft ist kalt. Ja, verbraucht. Es ist kalt. Tief unter der Erde. Scheiße. Und wir haben keine Karte. Noch dunkler. Boah, da fühlt man sich aber hier richtig nackt. Jedi ohne Lichtschwert. Jetzt Strom. Da fehlt noch was. Das Ding hat Strom, das Ding hat Strom, das Ding hat Strom, alles hat Strom. Oh, hier. Vielleicht müssen wir die umpolen. Etwas bewirkt. Die Tür ist auf. Welche Tür? Planlos im Kerker. Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Ohne BD1 ist es so einsam hier. Was ist BD1? Der Verlust betrübt mich doch mehr als der Verlust meines Lichtschwertes. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ich glaube, wir werden beobachtet. Vielleicht von diesen fetten Kameras da oben? Was ist mit ihnen geschehen? Okay. Du bist Thron. Guck mal, was hier so geht. Ersten Blick nicht. BD1. Wo ist BD1? Ist er da drin oder so? BD? BD1? Bist du das? Da bist du. Bist du okay? Ich hol dich da raus. So, guck mal, ob wir damit rennen können. Ich bezweifle es. Nein! Wobei, es wäre gar nicht schlecht, sich damit zu schwingen, aber das brauchen wir ja gar nicht, weil wir ja hier... Nur was bewirkt das? Also ich habe das Teil jetzt erstmal rausgerupft, aber inwieweit das uns jetzt erstmal weiterhilft, weiß ich auch nicht. Ich hielt es erstmal für sinnvoll. Hier sehen wir... Ah, dass diese Barriere jetzt offen ist.
Und sie ist weg, diese Laserbarriere. Ja, und da sich nicht hängen kann, das ist halt total geil. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich werde mich mit ihm da wahrscheinlich entlang schwingen müssen mit diesem Teil hier. Ich probier's mal. Wenn er sich festhält. Ja. Na gut. So, was ist hier Phase? Kann nicht sein, dass hier nichts ist. Was ist das? Von einem dieser Teile getroffen wird. Ah, hier, guck mal einen an. So. Hey! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Nimm dir mal den Haltebolzen ab. Sie Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Wunderbar. Weiterer Checkpoint. Und wir sind doch ein bisschen weitergekommen. Ich freue mich drauf. Sehr spannende Story. Jedi Fallen Order. Möge die Macht mit euch sein.